Sprit für den Kiez Teil 2. Hamburg St. Pauli, Deutschlands bekanntestes Vergnügungsviertel. Rund um die Reeperbahn locken unzählige Etablissements, Theater und Diskotheken. Im Herzen des Viertels eine Tankstelle mit besonderem Flair. Hier ist der Dorfplatz von St. Pauli. Weil hier trifft sich Gott und die Welt und hier, wird ein kleiner Klönschnack gehalten. Einwandfrei Rost. Einwandfrei Rost. Ich weiß nur eins, der Auto war nicht so. Also erzählen wir hier also keinen Scheiß. Sie? Einmal im Jahr wird der Kiez zum Mekka der europäischen Harley-Fans. Entweder teilt sie mit mir das Hobby oder sie ist eine strichige Frau für mich. Oh. Mein Gott, Mama, nimmst du erstmal die Hände von mir runter oder was? Jetzt gehst du mir runter vom Platz, hab ich gesagt. An Deutschlands berühmtester Tankstelle kehrt niemals Ruhe ein. Dienstbeginn für die Morgenschicht. Während nachts vorwiegend Partygänger den Tankstellenshop besuchen, steuern tagsüber zahlreiche Luxuslimousinen die Station an. Der Grund? Dieter Dosis Autopflegeprogramm. Als Tankstellenleiter weiß er um die Wichtigkeit dieses Geschäfts. Mehrere tausend Autowäschen bescheren jeden Monat gute Umsätze. Heute ist Spezialwissen gefragt. Ja, der ist angefahren worden und er weiß nicht, wer das war. Der Typ ist abgehauen. Nun will ich mal versuchen, das so weit wie möglich unsichtbar zu machen. Natürlich ärgerlich, hier ist ein Schaden, der ziemlich tief ist. Da wollen wir hier erstmal beigehen und das wegkriegen. Derartige Herausforderungen bieten gute Chancen, den Kunden an die Tankstelle zu binden. Also ich versuche jetzt erstmal diese Stoßstangenteile da runter zu kriegen. Das sieht aus, als ob da irgendeine Stoßstange gegengehauen ist. Die Farbe ist da jetzt natürlich weg. Wenn man so auf den ersten Blick guckt, sieht man es nicht gleich. Aber der ist leider Gottes nicht so zu beheben. Da muss Farbe drauf. In Dosis Pflegeregiment geht es zu wie in einem Kosmetiksalon für Kraftfahrzeuge. Putzen, polieren, pinseln. Täglich das gleiche Programm an unterschiedlichen Objekten. Wieder modern weiß, ne? Ja, natürlich. Jahrelang war das Deutsche Bahn dritte Klasse. Genau. Nicht alle sind mit den Ergebnissen der Autowäsche zufrieden. Eine fußballgroße Beule und Lackschäden sollen das Ergebnis des Waschprogramms sein. Doch Dose hat Zweifel. Er vermutet, dass der Kunde ihm einen alten Unfallschaden unterjubeln möchte. Das. Alles das. So, also folgende Sachlage. Der Wagenpfleger hinten, der das Auto gewaschen hat, hat den Schaden beim Absteuern schon gesehen. Nein. Ja, doch. Nein. Das ist Ihre Meinung? Nein. Haben Sie jetzt Polizei informiert? Echt nicht. Also ich mache gar nichts. Ich nehme das zur Kenntnis. Ich behaupte das aus meiner Seite. Das ist ein totaler Unfallschaden, aber nicht in der Waschstraße. Wann ich komme hier, das Auto ist alles ja, okay. Mag ja sein, aber ist nicht der Fall. Gucken Sie sich das mal an. An der ganzen Kante hier habe ich keine Führungsschiene. Ich habe auf der rechten Seite keine Schiene. Wo soll denn der Scheifen? Da ist gar keine Führungsschiene an der rechten Seite. Aussage steht gegen Aussage. Deshalb nimmt der Tankstellenleiter den angeblichen Waschstraßenschaden selbst unter die Lupe. Einwandfrei Rost. Einwandfrei Rost. Wo jetzt noch dazu kommt, dass der Wagenpfleger das beim Abstrahlen schon gesehen hat. Eine verfahrene Situation. Der Portugiese ruft seine Freundin zu Hilfe. Dose informiert seinen Chef. Na, Schütze, hier haben wir so einen typischen Waschstraßenschaden. Ich habe das Ding mit der Lupe geguckt. Hier und hier ist der Rost schon drauf. Man sieht das so schon drauf. Er behauptet Stock und Stein, dass der Schaden hier in der Waschstraße entstanden ist. Man muss ja mal unterscheiden. Es gibt Leute, man guckt sich ja den Wagen nicht so genau an, wenn er irgendwo steht. Und dann fährt man durch die Waschstraße, kommt raus, guckt sich das Auto eben genau an und dann sieht man plötzlich was. Und dann sind die Leute wirklich davon überzeugt, dass es vorher nie da gewesen ist. Das ist so eine Sache, die völlig normal ist, wo man die Leute eben überzeugen kann, dass es nicht hier passiert ist. Und dann gibt es natürlich die Leute, wo es schon so ein bisschen mutwillig aussieht. Und man will natürlich nie was unterstellen. Aber das ist dann immer noch schwieriger, weil das sind auch meistens die Leute, die sich noch am meisten aufregen.
Für viele ist die Tankstelle sozialer Treffpunkt. Regelmäßiger Gast ist der Portier Henry Hübner, auf dem Kiez von vielen Inkasso-Henry genannt. Wie teuer ist schon wieder teurer geworden, das Benzin? Nee. Ach, jetzt hör auf, das ist doch wieder teurer geworden. 1,41 schon wieder. Also ich gebe jetzt 1,80, aber mehr nicht mehr. 1,80? 1,80 gehe ich doch. Henry, da müssen wir ja noch 40 Cent erhöhen. Ja, das ist mir auch egal, aber keine 2 Euro mehr. Das sehe ich natürlich nicht mehr ein. 2 Euro bezahle ich nicht. Da musst du ein kleineres Auto fahren. Ja, ne, pass auf, ich stehe auf Benzintanks. Ich stehe, pass auf meinen 8-Zylinder, da bin ich stolz drauf. An dem werde ich auch weiterfahren. Ja, ist doch schön. Dann darfst du über die Preise aber nicht meckern, bitte. Und irgendwann kommt der 12-Zylinder sowieso. So, aber das ist jetzt ab nächstes Jahr wieder 30 Jahre alt, dann ist das ein Oldtimer, dann kriege ich das Haar ran. An den fahre ich ja auch schon 15 Jahre, 15 Jahre. So, das ist mein bestes Baby hier. Ich liebe es an. Mein schön, Auto. Schön. Über alles, das schön, ist mein bestes schön, Weg. Henry, so, und dann werde ich sagen, ich fahre einmal mal noch mal kurz rum, dann komme ich gleich wieder. Hol mal Milch eben. Mach das. Kann mir das Ding mal abnehmen, bitte mal. Aber gerne doch. Dankeschön. Bitteschön. Hier ist der Dorfplatz von St. Pauli. Hier trifft sich Gott und die Welt und hier wird es auch. Hier wird ein kleiner Klönschnack gehalten und das finde ich auch toll. Ohne dem sonst werde ich krank werden. Nach gut 30-minütiger Diskussion haben sich im Schadensfall die Wogen nicht geglättet. Inzwischen ist die Lebensgefährtin des vermeintlich Geschädigten eingetroffen. Was, das ist nichts oder was? Das habe ich nicht behauptet, aber gucken Sie sich das mal genau, da ist schon Rost dran. Rost dran? An dem Schaden ist schon Rost dran. Das gucken Sie sich mal an, diese Stellen hier, diese hier. Ich bin da, was da. Aber ganz ruhig und sachlich. Hier ist Rost dran und hier ist Rost dran. Und jetzt erzählen Sie mir, wie das geht, von der Waschstraße bis hier. Ich weiß nur eins, der Auto war nicht so. Also erzählen Sie mir also hier keinen Scheiß. Sie zum hören Sie bitte, Sie können zum Beispiel gar nicht wissen, dass Sie gar nicht hier gewesen sind. Und jetzt sagen Sie mir mal, wie der Rost daran kommt. Der hier schon dran ist und wir hinten einen Zeugen haben. Aber gucken Sie mal hier, die Beule, Mensch. Das bestreite ich doch gar nicht, die Beule. Aber wird doch nicht von der Waschstraße. Ich bestreite nicht eine Sekunde, dass hier was kaputt ist. Aber das kann hier nicht sein, wenn hier schon Rost drauf ist. Der Schaden mindestens ein, zwei Tage alt. Nein, das ist nicht so. Das behaupten Sie? Ich behaupte das Gegenteil. Ich sag nicht, ja, dann ruf einen Anwalt, komm. Na, wissen Sie was, ich mache jetzt Feierabend. Ich bewarte doch nicht, bis Sie hier einen Anwalt holen. Sie können mich verklagen, wenn es gut. So. Lass mich hier doch nicht verarschen, Mensch. Das südländische Temperament der Freundin empört den 63-Jährigen. Dann kommt die hier auf den Hof geschneit, die gar nicht weiß, was von dem ganzen Vorgang überhaupt, was da gelaufen ist, und behauptet stopp und steif, dass das hier passiert ist. Dass da ein Schaden ist, das sehe ich auch. Da brauche ich keine Brille für. Aber diese ganzen Dinge, die da sind, die sprechen ganz klar dafür, dass das ein reiner Unfallschaden ist. Und das ist ein reiner Unfallschaden. Ist mein Freund, wir sehen uns jeden Tag. Wir sind heute mit dem Auto gefahren und der Auto war nicht so. Hat gesagt, ich gehe, mein Auto war schon hier und so. Weil das Himmel hier so reinigt, richtig kommt und so gereinigt und alles, aber ich, sowas. Für Lars Schütze und Dieter Dose ist der Fall erledigt. Doch das Zweiergespann lässt nicht locker. Ich weiß. Also ist erledigt. Ja. Ich komme heute Abend hier, ich mache alles Glas kaputt. Und? Oh, hallo, bleiben Sie mal hier. Ja, jetzt bedroht er uns. Juniorchef Lars Schütze verständigt die Polizei. Ja, schönen Tag, Schütze ist mein Name von der SO Reeperbahn. Da war ja gerade ein Kunde, der meint, dass er hier einen Waschstraßenschaden hat. Und nun regt er sich ein bisschen auf und wird so ein bisschen unangenehm. Er will jetzt hier heute Abend vorbeikommen und den ganzen Laden zusammenhauen. Jetzt möchte ich doch ganz gerne, dass die Personalien von dem aufgenommen werden. Aber das möchte er nicht, dass er so. Er ist noch da, ja. Beide Seiten fühlen sich als Opfer und fordern Verstärkung an. Das Paar mit dem Toyota telefoniert mit seinem Anwalt. Im Shop pflegt Inkasso Henry nachbarschaftliche Kontakte. So, mein Junge, wie geht's dir? Ja, danke. So, einmal Milch hier. Zigaretten brauche ich nicht mehr, ne? Oder wo ist Melli? Ist sie nicht klar? Ist draußen. Ist draußen? Das ist doch schön. So, und einmal die Säule. 15, ne? 17. Wie? Ja, 15, ja, stimmt. Ja. 20 Euro, ne? So, ja. Das auch.
So, pass auf, guck mal hier. Ich habe sogar noch mein Zahn, den haben sie mir gezogen hier. Das ist mein weißer Zahn. Den haben sie mir vor 2 Wochen gezogen. Guck mal, das sieht er nicht geil aus? Showdown im Waschstraßenstreit. Die Polizei trifft zur Klärung des Falles ein. Handelt es sich um einen waschanlagenbedingten Schaden oder um den Versuch, die Versicherung der Tankstelle zu prellen? Sie sind Becher, sagt die Waschanlage. Ich sage nicht. Was denn? Ich sage nicht. Ich muss lesen. Die haben so das gekratzt und das ist eine Beule. Das hier? Ja. Alle. Ja. Das ist ja auch schon raus. Das sieht mir nicht aus wie die Waschanlage. Das sieht aus nach einem Verkehrsunfall. Die Waschanlage macht das Auto kaputt hier. Nicht so. Hallo? Das sehe ich so nicht. Wo haben Sie geparkt? Okay. Also Sie sprechen kein Deutsch. Danke. So, sind Sie so mal so freundlich und legen auf und sprechen mit mir? Kommen Sie mal runter. Ja. Ich bin ein bisschen Rost drauf. Sehen Sie das? Ja. Sehen Sie das hier? Das heißt also, dieser Schaden ist sich nicht erst 10 Minuten alt. Da ist jemand gegengefahren. Hier ist Lackabrieb. Sehen Sie das? Weiß. Dann baue ich von Ihnen den Führerschein. Sie sind die Halterin? Ist auch der. Na, Führer- und Fahrzeugschein dann bitte. Okay? Mhm. Die Fakten sind eindeutig, das Urteil klar. Die Waschanlage kann den Schaden nicht verursacht haben. Dennoch nehmen die Beamten den Fall zu Protokoll, als Unfall mit Fahrerflucht. Nach heftigem Streit vertragen sich die Parteien. Falls Sie mal wieder kommen, dann gucken wir uns vorher den Wagen gemeinsam an. Ja, und dann fahren wir durch. Okay. Tag und Nacht auf St. Pauli, zwei verschiedene Welten mit wenig Gemeinsamkeiten. An diesem Wochenende ist die Reeperbahn Ziel von mehr als 50.000 Harley-Davidson-Fahrern aus ganz Europa. Sie verwandeln das Viertel in einen Laufsteg zweirädriger Eitelkeit. Für die Tankstelle bedeutet das Bikertreffen Sonderschichten. Schon als Teenager kam Süleyman Hakli auf die Meile. Inzwischen kann sich Sülo, wie er von den Kiezbewohnern liebevoll genannt wird, ein Leben woanders nicht mehr vorstellen. Das ist einer der sichersten Plätze in ganz Hamburg, wo man leben kann, wo man arbeiten kann. Mir hat bisher niemand was getan. Man kann hier wirklich in Ruhe leben. Die Menge an chromblitzenden Bikes verursacht Parkprobleme. Der Siegburger Harley-Fan Horst Schulze wird an der Tankstelle fündig. Also die Tür bleibt immer zu, also wie gesagt, aber du kannst ihn abends, da ist mein Kollege da, an der Kasse ansprechen. So, dann kannst du ihn meinetwegen hinten durch und tagsüber, wenn Kollegen hier irgendwie Autos polieren oder so, dass du dann sagst, du möchtest mal kurz raus. Dann habe ich nämlich auch die Gelegenheit, morgen noch mal schön sauber zu machen. Kannst du machen. Ja, wunderbar. Hier sind alles ist da. Kollege, Rede, Dinge, alles mögliche. Wunderbar. Besonders bei Jugendlichen dient die Tankstelle nachts als Getränkedepot. Die Alkoholpreise sind im Vergleich zu den angrenzenden Clubs moderat. Gerade einmal 42 Cent kostet das billigste Bier. Neuerdings machen den Eigentümern 2 Lebensmitteldiscounter auf der Reeperbahn bis in die späten Abendstunden Konkurrenz. Finanzielle Einbußen blieben bisher dennoch aus. Der nie versiegende Kundenstrom macht die Tankstelle zur perfekten Kontaktbörse. Hier, komm mal her. Die kenne ich sogar. Guck mal. Ich würde sagen, das Gesicht. Ja. Macht eine gehübsche Frau aus, eine oder nicht? Eine Frau macht für mich den Arsch, den Bauch, die Titten und das Gesicht. Entschuldigung. Aber ist die Wahrheit. Ist die Wahrheit, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber du bist auch so. Naja, sonst hätte ich dich ja nicht gleich rüber. Sonst hätte ich nicht so gemacht. Ach so. Ja. Ich gehe immer feiern. Von morgens bis abends. Von Anfang bis Ende. Zum Beispiel hier da vorne oder da. Jogs ist kacke. Die Türsteher am Mundgeruch. Hier kann man reden mit den Leuten, man lernt sich kennen, ne? Ja, das ist der größte Treffpunkt. Na, ich bin Torben. Und du? Ich bin Laura. Hey Laura, alles klar oder was? Wir haben uns gerade eben kennengelernt. Genau, das ist Laura und ich bin Torben. Yes, heißt das auf Englisch. Hey!
Geburtstag auf dem Kino. Herzlichen Glückwunsch! Ich bin originaler Hamburger, ey. Hamburger. Das Problem ist, ich habe schon vor über 2 Monaten Geburtstag. Ey! Ja. Keine 50 Meter vom Tankstellengelände entfernt haben Markus Zablowski und Rüdiger Quos ihren Stammplatz. Das Sammeln von Pfandflaschen sichert den beiden ein Zubrot. In dem Sinne sind wir selbstständige Unternehmer, sag ich mal so. Ja, die unser wir sagen immer Taschengeld dazu, aber im Endeffekt selbstständig. Was wir brauchen, sammeln wir uns. Wir fallen niemandem zur Last in dem Sinne. Ich habe sogar ohne Geld überlebt. Das meiste Geld ist für Alkohol. Gebe ich offen zu. Da hatte ich auch meine Entgiftung schon gemacht wegen Schnaps, vor allem Korn. Da habe ich meine 6 bis 8 Flaschen weggehauen pro Tag. Und jetzt so gut wie gar nicht. Da könnte man vielleicht Glück haben mit der Flasche. Eventuell, eventuell. Aber das haben wir doch wieder Pech. Haben wir doch wieder Pech. Die ist nicht gut. Und ansonsten hat jemand einen guten Hunger gehabt. Jo. Das war Pommes. Mehrmals am Tag besuchen Markus und Rudi den Tankstellenshop. Als erstes steuern sie den hinteren Ladenbereich an. Dort befinden sich die Pfandautomaten. Der Vorteil ist eben halt, dass wir das schön locker reinschmeißen können und dann dementsprechend uns das holen können, was wir benötigen. Bon, zack. Ja? Nur die dummen Flaschensammler, die wollen dann eben halt nur das Geld hier aus der Tanke rausholen, kaufen sie aber nichts. Das sind nämlich immer so ein bisschen, sag ich immer, Flaschenmafia. Und die laufen hier ganz gut rum. Tschüss. Ciao. Hallo. Tschüss. Tschüss. Danke. Horst Schulze hat einen langen Tag hinter sich. 6,5 Stunden war er mit seiner Harley von Siegburg nach Hamburg unterwegs. Warte, Horst, ich mach dir mal auf. Vor 3 Jahren hat sich der 42-Jährige seinen Traum von einer eigenen Harley erfüllt. Für sein bestes Stück ist ihm kein Parkplatz zu teuer. Möglichst ein bisschen nach vorne. Wunderbar. So kann er stehen. Wunderbar. Steht, passt, wartet, hat Luft. Sicherheitshalber nochmal. Schloss oder irgendwas. Ja, besser ist es. Steht nicht auf der Straße. Ist abgeschlossen. Steht unter Verschluss, unter Beobachtung. Und so bin ich auch sicher, dass ich die Tage hier in Hamburg mit meinem Harley verbringen kann. Ja, tschüss. Danke euch auch. Jüchse, so, der Herr bezahlt 20 Euro parken. Ja. Das ist für den Harley, der in der Halle ist. Ja. Und der bleibt bis Sonntagabend hier. Bis Sonntagabend? Ja, also falls, ihr dann irgendwie, falls er irgendwie in die Halle will oder so, dass ihr ihn dann reinlässt. Ja? Okay, alles klar. Alles klar, danke schön. Bitte.